Aber ich glaube, dass die Paprika-Dinger gar nicht so viele Arbeiter gebraucht haben. Nee, nicht gut. Viele Arbeiter gebraucht haben und du brauchst vor allem nicht so viele von den Paprika-Dingern. Genau, ja, ja. Ich hab's total übertrieben in meinem Privatschen. Ich hab so gedacht, so, ja, nachdem das Handelsschiff muss ja auch immer noch was bringen und so. Ich hab viel zu viel Paprika auf meiner Hauptinsel. Ich hab viel zu viel Paprika. Ja, ich hab den Arbeitern auf der Paprika-Insel allen gesagt, sie sollen nur noch, also 20% weniger effektiv arbeiten. Oh, du willst auch ein Theater bauen? Ja, ich. Natürlich, ich muss doch. Hast du bei deinem Privatstand auch schon einen Zoo gemacht? Ja. Wie viele Tiere hattest du? 9? 9? Keine Ahnung. Ich habe ihn noch nicht besonders groß, ich habe nicht so wirklich viele Zoo-Expeditionen gemacht. Das ist ja krass, also das eine Schiff fährt jetzt zu meiner Hauptinsel gegen die Windrichtung und das andere Schiff, was von meiner Hauptinsel gekommen ist, ist jetzt schon bei der Insel. Und das Schiff, das quasi zur Insel fährt, das ist bei ein Drittel der Strecke oder so. Ja, ich sag ja, das ist... Das ist echt heftig. So. So. Jetzt kann ich da gemütlich bauen. So. Oh. Aber nicht da. Dip, 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 dip. You reached a dip, new dip, milestone. Dip, 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 dip. It's brought on my lumpy. That fish pot, he smells gurtlush. So, die haben jetzt auch wieder Hunger. Und müssen gefüttert werden. Blöder Baum, geh da weg. Ich versuche gerade was zu bauen. Ja, die Bäume sind ein bisschen nervig, aber okay. So. So, also ich habe jetzt mal dieses Dingenshaus da, Town Hall Haus gebaut. New orders, Admiral. Ich kann bis jetzt nicht sagen, dass ich irgendein Unterschied merke, abgesehen davon, dass es mir 50 Gold Erhaltungskosten klaut. Alter, 40 Stahl für das blöde Theater, ey. Ja, wahrscheinlich ist das ja mit dem mit den Marktplatz-Dings da genauso wie mit dem Arbeiterplatz, dass es halt ein Item braucht. Ja, genau. She had bunions, silly Orncoot. So I says, keep your feet in health or you can't work and your six little mouths will go hungry. Okay, aus irgendeinem Grund mag mich die Piratenfrau gerade. Und ich habe absolut keine Ahnung, wieso. Naja, du bist sehr charmant. Ja, weil ich meine, schau dir meine coole Uniform an, das sagt ja wohl schon alles. Ohlala. Ups, das war falsch. We have taken to calling you the master, among many other complimentary monikers. No, 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 no. Immer schön. This change is absolutely marvelous. Yes. Yeah. Ooh, new city statue, city. Send it out. Yay, you city. A new milestone.
Ja, und jetzt kann ich auch rumproduzieren. Ceasefire has ended. Also theoretisch. You can rely on us. Ceasefire has ended. So. Keep her constant. Ready for assignment. Hey, ist das geil! Ich habe jetzt halt zwei neue Schooner gebaut, also quasi für die Handelsroute für ja. Die Paprika. Und die Paprika heißt ja auf Englisch Paprika. Red Pepper. Und ja. Der Name von dem Flitzer heißt Pepper Pot. Das ist schon voll lustig. Okay, dann Pepper Pot, du gehst jetzt. Runter, warte. Pepperpot, da. Geht von da. Und holt sich Pepper. Und geht nach da und tut Pepper raus. Cool. Also eigentlich müsste ich ein Theater bauen, aber ich verschwende gerade die ganze Zeit Materialien für irgendwas anderes. Also gut, verschwenden tue ich sie nicht, aber... Ja, aber das Theater ist ja auch ziemlich teuer. Jo. So. Ich habe hiermit beschlossen, ich brauche mehr... Wie heißt das Zeug? Getreide. Ach so, warte, aber ich kann... Das kann ich hier nicht anbauen. Das kann ich... Lol, ich kann das hier auch nicht anbauen. Ich habe verkackt. Ich kann kein Bier in dieser Welt produzieren. Oh. Brauchst du was? Nein. Aber da geht's. immer gerne. Naja, Bier kann ich hier, doch kann ich hier anbauen. Brauchst du was? I knew it. Ready for assignment. Oceans. Spoon. Okay, interessant. Dann du bekommst jetzt auch nochmal die nächste. Spoon. So, hier Paprika rein. Und nach da Paprika raus. Da. So, wie viel habt ihr schon produziert? Nix. Das ist aber krass. Ein bisschen wenig. Ein Clay Pit reicht wirklich für zwei von diesen Raffinerien da. Habe ich da nicht vorhin eine hingebaut? Wohl nicht. So. Wie noch mehr? Willst du noch mehr? Dann bekommst du noch mehr. Ja, jetzt muss ich aber weiter. So. Ah, krass, dass die noch keine Paprika gewonnen haben. Oh ja, zwei Paprika, super. Ich meine, Paprika, bitte. We lack the requisite materials. Kohle braucht ihr. Ja, Kohle habe ich nicht. Müsst ihr warten. Fleet awaiting orders. Ja, schon wieder du. An empire covers both land and sea. Was kann ich da? Okay.
Dam, 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 dam. Wir spielen schon wieder eine Stunde. Ja. Egal, ich lasse das jetzt einfach durchlaufen und kapp das dann einfach so. Würde ich auch so machen. Jo. Wie viele Arbeiter hast du? Oder Population? Gesamt fast 3000. Okay. Solange ich noch höher bin als du, ist alles gut. Nicht was. Nee. Hey! So, fährst du jetzt dahin, wo ich möchte, dass du hinfährst oder nicht? Ja, fahr weiter. Ja? Nein. Du hast einen kompletten Punkt geskippt. Ja, nein. Blöde Patrouillenroute, ey. Pff. Nee, ihr bekommt nichts. Game save. Wieso ist das jetzt wieder negativ? Das ist doch doof hier. Das sind 3000, 1000, Visitor 200. The Breakout! Didi. So. Fleet awaiting orders. Stations! Wie viel? Da habe ich echt nichts davon. Hm. Okay, dann kein Handel. Dann rauf damit Kanonen. Hat sie nicht? Vielleicht hast du? Hey, wieso geht das nicht mehr? Oh, and while we're there, why not invite me and the Horde for afternoon tea? Then you know of the three perfections? Yeah. Ah, den Soundtrack finde ich echt richtig gut. Ja. Das stimmt. Irgendwie die Discovery Expedition von mir ist, glaube ich, verbuggt. Oder gestorben. Kann auch sein. Aber das war mein Flaggschiff. Und das war. Also, das habe ich losgeschickt, als wir mit der Aufnahme angefangen haben. Und seitdem habe ich nichts. Ist es bei dir an der. Du kannst ja links die Expedition angucken, die du hast. Ja. Schau mal, ob das da angezeigt wird. Ja. Also wenn du drauf gehst. Ja, da sehe ich quasi. Klick mal wirklich drauf. Ja, hab ich. Ach so, ja, okay, ja, weil dann macht's, dann ist passiert einfach nur nichts. Dann fahren die und passiert nichts. Oder die sind. Oder die sind tot, weil die Moral ist auf Null. Dann kann das gut sein, ja. Aber warum... Oder sie fahren gerade nach Hause. Ja. Sind gerade irgendwo und kommen wieder nach Hause. Ich weiß, wie hast du vorhin gesagt, sie sollen weitermachen? Ach nee, du hast sie vorhin erst losgeschickt. Ja, aber Moral auf Null, dann sind sie wahrscheinlich tot, ja. Aber da hättest du eigentlich eine Meldung kriegen müssen. Eigentlich schon, gell?
Und ich habe, da kommen ja auch immer diese, diese Nachrichten, wo man entscheiden muss, und ich habe keine bekommen. Das ist echt komisch. Mein schönes Flaggschiff, das hieß Terror. Terror? Ja, so cool. So, mal schauen, wie es geht. Also, Fischer sind gut. Klamotten sind schlecht. Dabei habe ich so viele Klamottenmacher, oder? Warte mal. Also, wenn du Holz oder Segel brauchst, ich verkaufe gerade. Ja, Holz und Segel ist auch das Einzige, was ich habe. In Massen. Also wenn du Mehl brauchst, das verkaufe ich auch. Oder wenn du Stahl brauchst. Nee, glaub nicht so. Okay. Ich brauche aber noch ein zweites Stahlwerk, glaube ich, weil sonst irgendwie arbeitet mir hier mein eines zu langsam. Mhm. Aber noch ein zweites Stahlwerk ist halt richtig dick, Alter. Alle, ja, die irgendwie für Naturschutz sind, werden mich gleich so hassen. Das Lustige ist, meine hassen mich gerade auch. Also die sind zwar super happy noch, aber trotzdem die Pollution, also die Umweltverschmutzung, das finden die gerade echt nicht gut. Aber das kann ich mir vorstellen. Ja, aber das Komische ist, ich habe das bei meinen... Oh. Das habe ich bei meinen Singleplayer habe ich noch mehr Pollution quasi auf der Insel. Und da sind sie mega happy. Happy. Aber wahrscheinlich ist das zu nah an der Siedlung. Hm. Ja, ich brauche noch 10 Glas, dann bekommt ihr euer Theater, meine Güte. Meine Güte, ey. Meine Güte. Macht's doch hier nicht so wachsen. Ja, ich hab's jetzt dann bald. Bald bin ich soweit, dass meine komplette Stadt mit Steinstraßen voll ist. Ja, schick. Was natürlich ziemlich praktisch ist, weil dann die Reichweite von den ganzen Gebäuden auch größer ist. Ja. So. Kann man Paprika in der neuen Welt auch anbauen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Also, wenn müsste es... Aber ich... Also, Alter, wenn man in dem Ex... Ich verstehe gerade kein Wort von dem, was du sagst, weil das Fenster ist gerade so laut. Sorry. Warte. We're taking every care. Ja, also meine Expedition startet gerade ziemlich durch. Gib halt an. Ja, kann ich gern machen, wenn dir das was bringt. Ja, doch, doch, doch. So. Alter. Aber diese Stahlwerke machen halt auch minus 10 Attractiveness. Mm. Das ist halt eigentlich schon echt ganz schön viel. Ja, ist schon einiges, das stimmt. The lean horse dies before an ancient road. Was? Achso, weil ich diese komische... Ah, warte! Ich kann hier Paprika anbauen. Was braucht man denn für dieses komische Tupperdosenzeugs noch? Fleisch, ne? Das kann ich ja auch hier machen. Genau, ja. Praktisch. Pity the workers.
when I think of their dreary struggle. Ich glaube, ich brauche nur wieder mehr Farmer. Ja, ich musste gerade auch neue bauen. Das ist nicht gut gerade, das ist nicht gut. Oh. That blooming turnip was the size of her head. Fields might help. Ach du Scheiße, einmal die komplette Breitseite von meiner Stadt mit einer Steinstraße auszustatten, kostet 14 Ziegel. Ja. Ist schon heftig. Game save. So, ganze Lücken mal füllen. Was mich ein bisschen wundert, ich kann zwar ein Zoo bauen, aber ich kann noch keine zoobezogene Expedition oder so starten. Ja. Oh Mann, Alter. Was ja, denn? Meine Stahldinger brennen. Die Waffenfabrik ist explodiert. LOL. Ungünstig. Ja, schon, gell? Aber hey, jetzt ist die Pollution nicht so groß, oder? Ja, ist sie wirklich. Die Farmer sind happy. Warte, ich versuche dann mal die... Die Waffen. Ja, bei mir sind... Bei mir sind die ganzen... diese ganzen Fabriken und so sind bei mir alle auf der einen Seite der Insel und die ganzen Farmer sind wirklich komplett auf der anderen Seite. Ja, so hätte ich es auch machen und ich, müssen. Und ich habe das Gefühl, meine Farmer juckt es überhaupt nicht. Ja, ja. Ja. Also. So hätte ich es auch machen müssen. Ah, oh, je, oh je. So. Ich glaube, ich hab's. Meine ganze Stadt ist, glaube ich, mit Steinwegen jetzt. Verdammt, da muss ich ja nachrüsten hier. Geht mal gar nicht. Wo fehlt noch? Hier fehlt noch. Allerdings glaube ich, macht's wenig Sinn, noch eine Reihe zu machen. Ich glaube, wenn, muss ich jetzt eine zweite Siedlung aufbauen. Ja. Weil die erste ist eh schon so fett. Ja, ich musste auch schon eine zweite anfangen. Ich habe Amazonen gefunden. Echt? Okay. Splendid warriors are all women. Was? Exploring the destroyer. Crushing youth in the jaws of their machines. Trading on a settlement was a nice opportunity for looting, but it seems your crew wasn't the only one to get this idea. As they push through the village run down barricade, they happen upon a group of warriors. Immediately assume a defense formation in a motion almost too perfect to be human.
there's not a single man among them. Bow okay. Before the Goddess kann ich machen, weil ich mit Faith bessere Chancen habe als mit Diplomatie. Du weißt, was ich meine. Diplomatie. Ja. Oh Mann, meine Segler, meine Typen sind scheinbar schlechte Schauspieler. Wieso? Die Frauen tun das ihnen scheinbar nicht abkaufen, weil jetzt sind meine einzigen beiden Möglichkeiten sind kämpfen oder den Kampf vermeiden, wodurch die gesamte Moral meiner Männer auf Null gehen würde. Uiuiui. Also verloren. Und ich bin noch bei 72. Oh. Okay. Offense. Your man lacked them all. Was? Guns and fire at the world. Also ich habe das Gefühl, diese Prozentanzeige, also deine Moral ist ja meistens, oder wird ja eigentlich als die Erfolgswahrscheinlichkeit dargestellt. Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass das oft überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern einfach nur, du hast zwei oder drei Entscheidungen, pick die richtige. Ganz egal, wie du es machst, du hast eigentlich, wenn du die falsche nimmst, beziehungsweise dafür nicht ausgerüstet bist, dann hast du verloren, automatisch. Ja, so ungefähr, ja. Also ich zum Beispiel hatte gerade mehr als 70% noch Erfolgswahrscheinlichkeit, dass ein Kampf mir gelingt, obwohl ich keine Ausrüstung dafür hatte, so gesehen. Und trotzdem habe ich verloren. Und zwar scheinbar komplett. Krass. So, wo ich mir denke, so... What? Und halt 20% oder 15% Moral dadurch verloren, durch diesen Kampf, ne? Mm. Na komm, jetzt haben wir es doch dann aber bitte langsam. 9 Gläser bräu noch. Für was? Dann habe ich mein Theater. Ja, ich brauche gerade Geld. I feel unfulfilled. Ich kann dir aber kein Geld geben, oder? Weil ich hätte genug, um dir was zu geben. Du müsstest was kaufen, glaube ich. Hast du irgendwas Sinnvolles? Momentan glaube ich nicht für dich. So, geht's euch jetzt besser? Nein, immer noch nicht. Jetzt sag mal. Was soll ich denn noch tun? Lol, einmal Brot für keine Ahnung wie viel. Genau in dem Moment, wo ich es kaufen hätte können oder wo ich drauf schaue, ist es plötzlich weg. Du bist wieder allein, Alter. Castlewich. Schöner Stadtname. Du gehst jetzt nicht hin. Ja, dein Städtchen ist auch schön.
So, jetzt seid ihr aber zufrieden. Nein, hä? Drei Fregatten stehen da bei dir rum. Ja. Krass. Schön, dann kommt so mein kleines Handelsschiff und deine Fregatte fährt zur Seite. Ja, für die tollen Besucher hier. We lack the requisite materials. Ich habe jetzt meine komplette Industrie verschoben auf ganz oben. Und trotzdem sind die hier unten angepisst. Ach so, warte mal. Liegt doch voll quaki.